Leute, ich muss mich kurz halten jetzt, ne? Ohne Witz. Das hier wird offiziell das letzte Projekt, was ich in dieser Werkstatt hier bauen werde. Denn am Samstag kommt der große LKW und dann müssen alle Maschinen hier rauskommen. Aber davor werde ich noch mit Emma Matratzen ein Projekt realisieren. Und zwar werden wir zusammen ein wunderschönes Bett bauen. Da werde ich euch zeigen, wie das funktioniert. Und da gibt es auch später noch ein paar weitere Informationen dazu. Wir haben heute Dienstag, 10:30. Morgen muss ich noch zum Steuerberater. Am Freitag kann ich hier auch nichts mehr machen, weil ich gehe mit dem Kollegen eine Trockenkammer abholen. Da wird es wohl auch ein Video zu geben, also abonniere unbedingt den Kanal, wenn du das nicht verpassen willst. Du merkst, ich muss jetzt Gas geben, ne? Also habe ich effektiv 2,5 Tage, eher 2 Tage, um dieses Bett zu bauen. Da steht schon nicht mehr so viel drin. Welches Holz werden wir denn heute benutzen? Wir werden einmal da hinten diese ominöse Bohle benutzen. Die ist ein bisschen spezieller, werde ich später drauf eingehen. Und anfangen werden wir mit dem Eichenholz, was da hinten noch auf dem Boden liegt. Hier eine klitzekleine Arbeitserleichterung, werde ich kurz sagen, warum ich das jetzt so mache. Ihr hört, im Hintergrund läuft die Tischfräse schon, da ist der Schleifigel drauf, da will ich nämlich die Seite, wo später die Bettwangen dran kommen, die will ich halt eben schon mal fertig schleifen. Das bedeutet, ich habe etwas später hier Beine, die sehen dann so aus und dann müssen wir uns an 2 Dinge halt einfach so ein bisschen halten. Und zwar haben wir erstmal hier eine Leimfuge. Das bedeutet, diese Kante hier muss unbedingt abgerichtet werden. Bei diesem Teil hier ist es nicht ganz so relevant, da schleife ich die Kanten nur. Das heißt, hier haben wir erstmal sägeraue Kanten. Bedeutet, diese Seite hier muss ich nicht schleifen, weil ich mit der Seite hier das Ganze bündig schleifen werde. Bedeutet, bei den breiten Teilen muss ich diese Seite hier nur schleifen. Bei den schmalen Teilen, also diese hier, da muss die eine Seite abgerichtet werden für das Leimbild und hier oben muss das Ganze geschliffen werden, damit das Ganze halt eben später in der Nachbearbeitung weniger Arbeit ist. So Leute, wir sind an dem Punkt angekommen, wo ich habe die erste Verbindung schon gemacht und an dem Punkt habe ich offiziell gemerkt, dass das nicht so die ideale Verbindungsart und Weise ist. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich werde das Ganze jetzt hier vorne auch mit Flachdübeln verbinden und bei den Wangen links und rechts werde ich das Ganze dann mit Längslöchern miteinander verbinden, damit halt eben auch das ganze Gewicht, wenn da mal eine Person drauf schläft, damit das ganze Gewicht an der stabilen Verbindung auf den Boden geleitet wird. Diese 4 Verbindungen, das ist schon stabil, so ist es ja nicht, ne? Nur langfristig auf die nächsten Jahre gesehen, weil so ein Bett ist ja schon für einige Jahre gedacht, ist es halt eben nicht die ideale Art und Weise. Habe ich jetzt gelernt, aber man kann trotzdem mit Flachdübelverbindungen auch solche Verbindungen ganz gut herstellen. Wir werden hier jetzt nämlich jeweils 4 Flachdübel reinpacken, damit halt eben das Gewicht von oben nach unten mit sehr, sehr viel Buchenholz im Eichenholz von den Flachdübeln gehalten wird.
Die Zeit rennt ja, das habe ich am Anfang vom Video angesprochen. Heute wollen wir relativ weit schon kommen mit diesem Bett. Und zwar werden wir uns jetzt um diese Seitenwangen kümmern. Und ich habe ja eben im Video angesprochen, dass vorne diese Flachdübelverbindung funktioniert, aber nicht die idealste ist. Deswegen werden wir gerade hier für die Seitenwangen, wo auch das ganze Gewicht der schlafenden Person auf dem Bett halt eben entgegengenommen wird, aus einer stabileren Zapfenverbindung herstellen. Dafür gehen wir an die Langlochbohrmaschine und werden dafür die entsprechenden Fräsungen setzen. Da bleibt mal die Stimme weg. So Leute, im Hintergrund seht ihr, wie das Bettgestell jetzt erstmal aushärten kann. Das wird, also der Leim kann trocknen. Ich habe euch am Anfang vom Video noch gesagt, dass wir etwas spezielleres Holz für das Kopfteil benutzen werden. Das ist Buchenholz, werden wir es grob ablenken und da geht es halt eben so um die Optik. Also bleibt unbedingt weiterhin dran. So sieht die Buche aus. Der hat sehr, sehr lange draußen gelegen, ist jetzt aber trotzdem nochmal trocken, weil es dann für eine lange Zeit überdacht gelegen hat. Und hier sieht man halt eben, dass das Ganze sehr, sehr rissig ist. Wir sehen aber auch gerade hier schon an der Schnittkante, dass wir eine sehr, sehr schöne Verfärbung haben, was für unser Kopfstück ideal ist. Denn das hier wird trotzdem stabil genug sein. Und da können wir halt eben einfach so die Schönheit des Holzes zeigen. Und da spielen die Risse keine Rolle. Das, würde ich sagen, unterstreicht eher so ein bisschen den Charme von dem Bett hier. Genau, Blaufäule, bestockt, rissig, ideal, wenn es so ein bisschen um die Schönheit des Holzes geht. Das Stück Holz hier wäre mit der Waldkante etwas zu breit jetzt zu hobeln, also es fehlt nicht viel, 1,2 cm. Ich könnte da halt einfach auch den Anschlag ein bisschen weiter nach rechts verstellen, das ist aber ein bisschen aufwendiger und das mache ich nicht ganz so gern. Ich schaue eigentlich, dass die Teile meistens nicht breiter als ein paar 30 cm sind beim Abrichten. Ich kann mich hier an einem Trick bedienen und zwar kann ich einfach da oben die Seite abrichten. Die ist nicht so breit, die kann ich ohne Probleme hier abrichten. Das bedeutet, die werden wir abrichten und als Referenzkante benutzen, wenn wir dann später alles auf dicke hobeln. Leute, es wird spannend. Jetzt können wir das ganze Bett mit dem Konterholz-Holzfinish behandeln. Das behandle ich damit, weil es halt eben nicht ausdünstet. Bedeutet später im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer, wo man das Bett halt eben hinstellt, wird es halt eben nicht nach Verdünnung oder anderen chemischen Stoffen stinken. Das ist der riesige Vorteil hier von dem Konterholz-Holzfinish. Ihr könnt es auftragen, zieht den Überschuss einfach mit einem trockenen Lappen ab und könnt es dann theoretisch auch schon in die Wohnung reinstellen. Am Anfang riecht es noch leicht nach Bienenwachs. Aber nach einem Tag ist oder vorher ist es auch schon dann verflogen. Hier ein kleiner Tipp, weil das ist jetzt eine größere Oberfläche. Ich benutze hier den Lappen, den ich schon die ganze Zeit benutze. Der ist komplett getränkt mit dem Material und da ist es halt eben einfacher, größere Flächen zu behandeln, weil der komplette Lappen halt eben schon dieses Finish aufgezogen hat und ihr dann ein bisschen schneller seid mit dem Auftragen. Ich kann das jetzt einmal rundherum draufpacken und dann werde ich es auch schon in die neue Halle verfahren, denn dort werden wir dann später im Video die Matratze und das Lattenrost mal einbauen. Boah, das war knapp. So, jetzt wird's kurz weird. Warte, ganz kurz. Moment. Das ist jetzt mal komisch.
Bob. Oh, falsches Licht. Bob. Jetzt ist das Licht an. Da, 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 da. Wofür ist dieser Kanal mittlerweile bekannt? Dass Sprünge zwischen den Videos teilweise ganz schön extrem passieren. Und so war es auch jetzt in diesem Fall. Zuallererst, ja, ich bin in der neuen Werkstatt angekommen und ihr seht, da ist auch schon ein bisschen Zeug hinter mir. Das ist aber noch viel, viel mehr, was jetzt hinter der Kamera euch erwartet. Und genau, bleibt aus dem Grund am Video dran. Am Schluss werdet ihr natürlich das fertige Projekt sehen. Wir sind ja auch noch lange nicht fertig mit dem kompletten Projekt heute. Und da werde ich euch die Werkstatt auch noch so ein bisschen zeigen und da werdet ihr auch noch ein paar Informationen weiter dazu bekommen. Ich realisiere das heutige Projekt mit der Firma Emma zusammen. Die bieten alles, was ihr halt eben braucht für einen erholsamen Schlaf. Wenn ihr viel arbeitet, ist so ein erholsamer Schlaf natürlich ganz praktisch, denn dann kann man mit viel mehr Elan an die Arbeit rangehen. Und Emma bietet alles, was er dafür braucht. Das bedeutet von dem Lattenrost bis zur Matratze, bis zum Kissen und alles, was halt eben noch dazugehört, das könnt ihr euch bequem online bei Emma bestellen. Und so habe ich es nämlich in dem Fall auch gemacht. Ich habe schon gesagt, ich hatte nicht viel Zeit, deswegen konnte ich alles aus der Werkstatt ganz entspannt bestellen, konnte mir aussuchen, was brauche ich für das heutige Projekt und das wurde dann bequem zu mir nach Hause geliefert. Übrigens an der Stelle schon eine Info. Emma bietet eine 100 Tage Probeschlafen oder bietet 100 Tage Probeschlafen. In der Zeit könnt ihr euch halt eben für die Matratze entscheiden oder gegen die Matratze und falls da irgendwie ein Problem sein sollte, dann habt ihr auch eine kostenlose Rücknahme. Das bedeutet, das hört sich natürlich immer alles gut an, wenn man 100 Tage Probeschlafen kann, aber Emma kümmert sich auch darum, wenn ihr die Matratze halt eben rücksenden möchtet. Das bedeutet, das bietet Emma in ihrem Service halt eben an. Das ist eine ganz schön feine Sache. Ich würde sagen, oh, noch eine Info, ich habe es vergessen. Ich habe noch einen Rabattcode für euch und zwar könnt ihr auf die derzeitigen Rabattaktionen von Emma nochmals 5% mit meinem Code, der wird jetzt hier eingeblendet, mit meinem Code könnt ihr da nochmals on top 5% sparen, wenn ihr euch für die nächste Matratze oder für das bessere Schlaferlebnis halt eben entscheidet. Da könnt ihr jetzt nochmal ein bisschen sparen. Das heißt, eine Matratze ist super, super wichtig, sollte man auch nicht zu lange mit warten. Und da habt ihr jetzt halt eben die Gelegenheit, dass ihr euch jetzt da nochmal was Vernünftiges Neues holt. Ganz kurz der Spoiler. Guck mal, da ist eine Tür. Ich zeige es euch gleich. Moment. Das hier ist die Matratze. Da werden wir einmal reinschauen, weil da interessiert es mich jetzt auch, wie das aussieht. Ah, komm raus. Ich habe aber noch was bestellt. Das Geile ist, da kann man sogar hinter den Kopf hochmachen. Das Bett ist tatsächlich auch für hier diese Werkstatt gedacht. Das bedeutet, das Bett wird hier in der Werkstatt bleiben. Jetzt fragen sich ein paar Leute, hä, Philipp, schläfst du jetzt sogar in deiner Werkstatt? Jein. Ich mache ein paar Monate im Jahr immer so dieses Polyphase-Schlafen. Das bedeutet, man schläft in der normalen Nacht nur wirklich wenige Stunden, schläft dafür aber, also man macht ein Nickerchen wirklich auf gut Deutsch, man macht quasi dieses Siesta dann in der Werkstatt, wo man eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde pennt. Und da ist man wirklich richtig, richtig, ja, energiegeladen. Und da ist es halt eben geil, dass ich jetzt hier eine wirklich, wirklich gute Matratze habe und das halt nicht mehr auf der Couch machen muss, denn das habe ich in der alten Werkstatt auch schon ein paar Monate gemacht. Und das bedeutet, hier habe ich jetzt wirklich den perfekten Schlaf und da freue ich mich wirklich schon riesig drauf. Den Rabattcode, den ich eben angesprochen habe, der gilt übrigens nicht nur für Deutschland, der gilt auch für Österreich und die Schweiz, also die Dachregion für die Leute, die sich manchmal fragen, warum da Dachregion dann steht. Das Projekt ist fertig! Jetzt werden wir es aber erst finalisieren, denn so haben wir erst einen schönen Rahmen. Aber fertig ist das natürlich so noch nicht. Moment. Jetzt kann das Lattenrost von Emma hier reinkommen. Und es passt sogar. Kommen wir endlich zur Matratze. Ich freue mich schon riesig, wenn die sich ausgedehnt hat. Boah, es geht schon los. Mega cool. Das ist ja nur fett. Pass auf, greif mal wieder an die Seite. Porno. So Leute, und schon wieder ein Sprung. Lecco mio, das ist ganz, ganz abgefahren. Ich hatte gerade Hilfe von Philipp, mit dem habe ich einmal das Kopfstück festgemacht. Ich zeige euch das Bett gleich auch im Detail. Und wir haben jetzt mal gerade, weil mein Vater noch da war, da haben wir zu dritt gerade einmal alle Maschinen gestellt, so wie die Schreinerei dann halt eben auch hier dann aufgestellt sein wird. Und jetzt zeige ich euch mal das Bett, wie es aussieht. Ich bin echt happy, wie das Ganze geworden ist. Für so ein Einzelbett sieht das da wirklich richtig luxuriös aus und
Dieses Bett hier, das schmückt auf jeden Fall jeden Raum, selbst wenn es nur eine Werkstatt ist, da sieht auch so ein Projekt hier wirklich, wirklich schön aus. Ich zeige euch jetzt einmal fix die Werkstatt und dazu wird es natürlich noch einige Videos geben, wie es halt eben jetzt hier in Zukunft aussieht. Das ist die komplette Schreinerei, so werden die Maschinen auch sehr wahrscheinlich stehen bleiben. Der komplette Bereich hier ist für die Drechselkurse reserviert. Ihr seht, hier stehen die drei Kursmaschinen. Hier ist meine Demonstrationsmaschine. Hier werden noch Drechselbänke dazu kommen. Hier wird so die Schärfstation hinkommen für die Teilnehmer. Das hier ist der Videoproduktionsteil für die Massivholzmöbel. Hier steht jetzt im Prinzip alles Essentielle drin, was man braucht, um Massivholz effektiv verarbeiten und bearbeiten zu können. Und dann geht es halt eben hier noch in die nächste Halle. Es ist extrem viel Zeug und ich kann euch nicht sagen, wo das alles gestanden hat. Der komplette Bereich hier soll Büro werden. Das ist der Online-Shop. Da wird es auch ein paar Infos geben, denn das Fulfillment wird in Zukunft auch hier aus dieser Halle stattfinden. Hier haben wir den Metallbereich. Ihr könnt hier auch übrigens im Zuge dessen eure Produkte auch selber abholen. Das heißt, für die Leute, die aus dem Saarland kommen, ihr könnt euch hier aus dem Regal Drechseleisen aussuchen. Ihr seht, wir haben schon einige auf Lager. Und generell alles, was auf der Plattform ist, auf kontoholz.de, lagert natürlich dann halt auch eben hier. Und das soll jetzt erstmal für den kurzen Überblick von dem neuen Objekt hier gewesen sein. An der Stelle darf ich dir nochmal danken, dass du so lange am Video dran geblieben bist. Ich hoffe, dir hat es auch wegen den zeitlichen Sprüngen trotzdem gefallen. Das Bett gefällt mir total gut. Das ist sehr, sehr schönes Holz von Philipp. Gerade hier oben diese gestockte Buche gefällt mir total gut. Und das Projekt hier passt halt einfach wirklich platztechnisch vor allen Dingen und auch optisch sehr, sehr gut hier in diese neue Werkstatt. Deswegen vielen lieben Dank an dich, an meinen Zuschauer und natürlich auch an Emma, die dieses Projekt heute hier mit unterstützt haben, damit das halt eben auch vonstatten gehen konnte. Und ja, abonniert den Kanal hier unbedingt. Hier wird noch einiges kommen. Denn das hier ist erstmal wieder der Neuanfang in einem neuen Objekt. Bin ich mal gespannt, wann die wieder aus allen Nähten platzt. Ne? So Leute, das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich schon, wenn hier die Maschinen angeklemmt sind und dann kann man hier richtig Gas geben. Ciao.